und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video machen wir wieder mal mega coole DIYs und zwar passend zum Schulanfang und das ist erst das erste meiner drei Back-to-School-Videos. Von daher schaut auf jeden Fall die nächsten Sonntage auch vorbei. Und ja, ich hoffe sehr, das Video gefällt euch. Wenn es so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich dürft ihr mich auch gerne unten abonnieren. Und nicht vergessen, am Schluss werde ich noch bekannt geben, wer an meiner Verlosung gewonnen hat. Aber jetzt würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video. Für das erste DIY benötigt ihr einfach nur irgendein Mandala, Washi-Tape, Tafelfarbe, eine Kreide und irgendein Notizbuch. Und dann als erstes habe ich das Mandala auf das Notizbuch angeklebt mit dem Washi-Tape zusammen. Einfach, dass es dann auch gut hält und das natürlich auf allen Seiten, dass es nicht hin und her rutscht. Und dann habe ich einfach die Farbe genommen und ich finde die so cool. Das ist wirklich einfach so eine Tafelfarbe wie in der Schule, so eine Tafel. Und dann habe ich einfach mit der Farbe so ein bisschen in der Mitte darauf gemalt, dass das ungefähr so aussieht wie einen großen Pinselstrich. Und dann natürlich einfach gut trocknen lassen. Und dann könnt ihr auch schon beginnen, damit zu schreiben. Und das Gute ist, ihr könnt es immer wieder ändern. Falls ihr es doch nicht mehr für Mathematik verwenden könnt, könnt ihr das wieder wegnehmen mit Wasser und was Neues draufschreiben. Und auch während der Schule, falls euch etwas langweilig sein sollte, könnt ihr das ganz einfach auch noch ausmalen, das Mandala mit verschiedenen Farben. Und so seid ihr auch noch zusätzlich ein bisschen beschäftigt. Und dann kommen wir zum nächsten DIY. Hierfür habe ich auch einfach ein Notizheft, ein A4-Papier, ganz schlicht in weiß, Washi-Tape, einen Bleistift mit Gummi hinten und Farbe, sowie diese mega coolen Kork-Sticker-Buchstaben. Und auch wie bei dem ersten DIY habe ich dann einfach mit dem Washi-Tape das A4-Papier auf das Notizheft geklebt. Das natürlich auch wieder auf allen Seiten, dass das gut hält. Dann habe ich mir den Bleistift genommen mit dem Radiergummi hinten und das in die Farbe getaucht. Und dann könnt ihr mega coole Punkte damit machen auf dem Papier. Ich habe das so ein bisschen im Ombre-Effekt gemacht, dass es oben stärker ist und unten hinten verblasst. Dann einfach nur noch trocknen lassen und die Buchstaben aufkleben. Ich habe mich jetzt hier für Deutsch entschieden. Und ja, ich finde, das ist auch eine mega coole Variante, auch super einfach und schnell gemacht. Dann kommen wir zum nächsten DIY. Hierfür benötigt ihr einfach nur irgendeinen Ordner, Geschenkpapier und Kleber. Entweder Flüssigkleber oder einfach Klebeband. Dann könnt ihr das einfach so einschneiden, wie ihr zum Beispiel irgendein Buch einbinden würdet in der Schule. Dann habe ich es jetzt hier einfach mit dem Klebeband gemacht, ohne Flüssigkleber. So hat es einfach den Effekt, dass man das dann schneller wieder wechseln kann, wenn man möchte, da es nicht so permanent ist wie mit dem Flüssigkleber. Und ja, wenn das Ganze dann so aussieht, könnt ihr das natürlich lassen oder noch ein bisschen verschönern, indem ihr innen drin auch Papier auslegt, wie ich es hier mache, dass das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Dann habe ich noch diese Kleber aufgeklebt und einfach nur noch draufgeschrieben, für was ich es benötige. Zum Beispiel jetzt hier für Prüfungen. Könnt ihr die dann einsortieren, irgendwelche Tests, die ihr hattet und abgeschlossen habt. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten DIY. Hierfür benötigt ihr auch nur zwei Sachen, eine leere Kellogg-Schachtel und Geschenkpapier. Dann schneidet ihr die übrigen Kartonreste einfach nur noch ab, aber nicht wegwerfen, denn das benötigen wir noch. Dann schneiden wir so in diese Richtung den Karton hinunter und dann wieder auf der anderen Seite wieder hoch, so dass wie so ein Register entsteht. Und dann einfach nur noch mit dem Geschenkpapier einfassen. Auch hier habe ich wieder Klebstreifen genommen und das einfach wirklich wie auch ein Geschenk einpacken würde, das Ganze schön einpacken. Und so sieht das Ganze dann jetzt bei mir aus. Hier könnt ihr dann einfach nur noch diese Hefte hineingeben, irgendwelche Notizbücher, was ihr möchtet. Dann kommt hier jetzt mein absolutes Lieblings-DIY von diesem Video. Und zwar benötigt ihr einfach nur irgendwelchen Stoff. Ich habe hier einen Kissenbezug genommen, dann eine Stoffschere und Heißkleber. Dann schneidet ihr einfach nur noch aus dem Stoff
ein Rechteck aus und verwertet auf jeden Fall den Saum, wenn ihr ein Kopfkissen habt oder sonst irgendwo, wo es einen Saum dran hat, denn das brauchen wir später noch. Und dann habe ich hier mir dieses Rechteck zurechtgeschnitten, dass es auch möglichst gleich aussieht. Und dann habe ich begonnen, einfach unten mit Heißkleber das Ganze zu fixieren, natürlich auf der schönen Seite, achtet darauf, denn nachher drehen wir das Ganze ja um. Und dann habe ich nur noch den Rest gemacht, bis nach oben, dann weiter, nicht ganz nach oben, ihr seht gleich warum. Einfach nur noch festgeklebt mit dem Heißkleber, dann etwas trocknen lassen und oben auch noch rumgefaltet, dass es einen schöneren Abschluss kriegt. Und auch wieder mit Heißkleber befestigt. Dann falte ich das hier so zu einem Spitz zusammen oben, dass ihr dann nur noch abschneiden könnt und dann so ein Loch entsteht. Dann könnt ihr das Ganze umdrehen, dass ihr jetzt richtige Seite außen habt. Gebt eure Stifte hinein, nehmt diesen Saum, den ihr vorhin abgeschnitten habt und dann könnt ihr einfach nur noch eine Schleife daraus machen, dass das Ganze schön zusammenhält und das ganz ohne Reißverschluss oder weiß ich was. Und ich finde, es sieht mega süß aus. Natürlich könnt ihr das auch für Make-up oder sonst was verwenden, aber ich finde es gerade so für die Stifte auch mega cool. Und dann kommen wir zum letzten DIY und hierfür benötigt ihr jetzt die Reste von dem Karton oder auch sonst irgendein Karton, dann Washi-Tape und Geschenkbändchen. Dann habe ich mir jetzt diesen Karton zurechtgeschnitten und dann einfach nur noch mit Washi-Tape verschönert. Ihr könnt das natürlich mit den Farben machen, den ihr möchtet. Ich habe mich jetzt hier für solche lila und rosa Töne entschieden. Dann könnt ihr einfach nur noch mit der Schere irgendwo ein Loch hineinmachen, oben oder unten, was ihr möchtet. Und dann habe ich einfach nur noch das Geschenkband genommen und oben einen Knopf hineingemacht, dass das dann so hält und oben hinaus guckt. Und so sieht dann mein Lesezeichen aus. Und dann könnt ihr das einfach in ein Buch oder ein Notizheft geben, das Ganze zusammenklappen und dank dem Geschenkband seht ihr immer, wo ihr seid und könnt das wieder herausnehmen. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil und zwar zu meiner Verlosung. Ja, wenn ihr mein letztes Video geschaut habt, wusstet ihr, dass ich eine Verlosung mache. Und zwar kommen jetzt dazu, wer gewonnen hat. Ich werde das hier gleich auf dem Bildschirm auflösen, ihr werdet das gleich sehen. Und zwar habe ich hier einfach so einen Zufallsgenerator gemacht, den mir dann im Internet so einen Kommentar raussucht von meinem Video. Also habe ich hier gar nichts entschieden, das war wirklich der Zufallsgenerator. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch zu der Person, die er gewonnen hat. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr so toll mitgemacht habt. Wirklich hatte so viele Kommentare und so viele liebe Worte von euch. Und so macht es einfach Spaß, eine Verlosung zu machen. Und an die Person, die gewonnen hat, bitte schreib mir doch auf Instagram deine Adresse, also als Privatnachricht. Und dann kann ich dir das Ganze nämlich zusenden. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe wirklich sehr, es hat euch gefallen. Ich habe mir auf jeden Fall wieder große Mühe gegeben. Und wie gesagt, verpasst nicht, nächste Woche am Sonntag kommt schon der zweite Teil von meiner Back-to-School-Linie. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.